Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmers Life. So, wir sind in der letzten Folge wieder nach Hause gegangen, weil ich mich natürlich völlig überladen habe. So. Upsala. Ich habe mal wieder F gedrückt. Na wunderbar. Das brauchen wir alles nicht. Erdbeermeische. Die können wir schon noch gebrauchen. Die Wasserflaschen nicht. Futter. Gebratenes Fleisch. Die Asche. So, die tun wir hier hin. Die Einmachgläser tun wir auch hier hin. Heidelbeeren tun wir hier hin. Scheibenbrot tun wir hier hin. Schinken tun wir hier hin. Tee tun wir hier hin. Die tun wir dorthin. Himbeeren tun wir dorthin. Kochschinken tun wir dorthin. Salz. So, Karotten. Die Eier. Kartoffeln, Karpfen, Antibiotika, das vorsichtshalber mal geholt. So, Pilze können wir auch dahin tun. Die Erdbeermeische. Drei Kilo wiegt die, ne, die lassen wir nochmal. Da, und dafür tun wir aber das Futter dann. Haben wir es schon wieder so spät. Wow. Zeit verfliegt hier in dem Spiel. Und das ist echt der Wahnsinn. So, wie viel Futter können wir da reintun? 5. Kann ich da mehr als... Okay, nee. Also ich könnte... Warum habe ich da 4 Slots? Auffüllen, da müssen wir auch mal 10 können wir da reinmachen. Okay, geht auch. Geht auch, klar. Du schläfst halb in der Wand. Kann man natürlich machen, muss man aber nicht. So, das kommt dahin. Dann können wir mal... Na, wir brauchen noch nichts essen. Ja, dann würde ich sagen, können wir pennen gehen, ne? Haben wir hier noch was? 3 Flaschen, sehr gut. Kalte Asche. So, füllen wir mal brennen, 12 Stunden. Ich guck mal, ob wir hier noch... Ist ja zum Glück... Klar, helle Winternacht. Ein bisschen Schneesturm, aber ansonsten passt das. So, Wasser haben wir auch noch. 5 Flaschen haben wir. Das reicht, glaube ich, wenn wir die überhaupt haben, ne? Die könnte ich ja dann noch hier reintun, nehme ich mal an. Oder muss ich die im Inventar haben? Den mache ich noch voll. Dass ich einen vollen Eimer dabei habe. So. Trinken wir gerade noch ein Schlückchen. Wenn wir keinen Durst haben, dann ist das schon umso besser. Und dann gucken wir, dass wir morgen dann... zum Thaddäus gehen und da hoffentlich dann noch die fehlende Granate kriegen. So, wir schlafen bis morgen 6:20 Uhr.
Kasimir träumt von Hühnern. Es sind so viele, dass sie den Hof in ein Meer aus Federn verwandeln. Eine Lawine Eier ergießt sich durch die Stalltür. Am schlimmsten ist das Gackern. Ja. So. Oh, eigentlich brauchen wir gar keinen. Der Winter ist vorbei. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt auch wieder anpflanzen. Den Trecker immer noch dort hinten stehen. Ich kann mal eine Hacke noch reinpacken. Hühner sind schon wach, dann nehmen wir gerade die Eier mit. Dann haben wir die nämlich auch. Da ist noch Futter drin, sehr gut. Achso, ich brauche. Hahaha. Also, wir brauchen die leeren Flaschen doch im Inventar. Gut. Blub. Füllen wir noch ein bisschen Brennstoffen nach. Ich weiß nicht, wie lange das noch läuft. Habe ich den Trecker noch ein Ding hinten stehen? Okay, müssen wir vielleicht bei Gelegenheit mal holen. Dann eilen wir mal zu Thaddäus. Und hoffen, dass wir dort... die Wildschwein-Quest eigentlich noch. Ja, also wenn wir ein Wildschwein sehen, sollten wir das noch jagen. Und den ganzen Schrott müssen wir auch mal bei Gelegenheit wegmachen. Aber ich glaube, da brauchen wir dann Anhänger an den Trecker, dass wir da entsprechend viel transportieren können. Ich habe ein Wildschwein gesehen. Wo ist es hin? Da. Glück, es packt da fest. Jetzt sind wir natürlich wieder zu schwer. Aber das ist jetzt mal nicht das Problem. Da ist Thaddäus Hof. Dachte doch gerade, wo ist er denn hin? Wir können noch relativ zügig laufen. Und dann laufen wir gleich noch rüber zu den Gebrüdern dort. Ihm können wir vielleicht eine Flasche Schnaps schenken. Müssen wir mal gucken. Hi Thaddäus. Ne, brauchen wir nicht schenken. Ich habe nicht die Absicht, mit dir zu reden. Okay. Bei dir kann ich auch keine Granaten kaufen. Wo ging denn das? Ich hatte doch mal irgendwo jemanden gesehen, wo ich die kaufen konnte. Flug. Das ist halt alles zum Einspannen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Wagen, ob ich den an den Trecker hängen kann. Den schon mal definitiv nicht, den Flug auch nicht. Und bei dem bin ich mir nicht sicher. Wo willst denn du hin? Hä? Wieso haut die ab? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, wir müssen was
Essen. Essen wir mal eine Stulle. Ah ne, wir haben noch. Okay. Gar nicht mal so viel zu viel dabei. Wieso rennt die vor mir weg? Verstehe ich nicht. So furchterregend bin ich doch jetzt auch nicht, oder? So, dann gehen wir mal zu den zwei Brüdern rüber. Und holen den Trecker und dann fahre ich mal ins Dorf. Und liefere das Wildschwein ab. Wo muss ich denn überhaupt hin? Doch, die Richtung stimmt. Ach, ich sehe es. Da. Da sind die Gebäude. Ja, Wildschwein müssen wir abliefern, wie gesagt. Schnell reisen kann ich jetzt nicht mit dem Übergewicht. Und ich muss echt gucken, wo ich die zweite Granate herkriege. Gehen gerade ein bisschen die Ideen aus. Die Trecker, die Panzer sind ja alle gelootet. Weiß nicht, ob ich noch irgendwo welche finde. Da war noch ein Wildschwein, aber ich habe jetzt eins, das reicht erstmal. Hi. Er kriegt ein Geschenk. Reden wir? Hast keine Lust zu reden. Okay. Bei euch kriege ich auch keine Granate. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe was für dich. Ne, lässt er nicht gelten. Handeln wir. Du hast auch keine. Ich brauche davon noch eine zweite. Ich war ja gezwungen. Ach so, Rückwärtsgang. Ich war ja gezwungen, eine auszuprobieren und ich hatte halt nur zwei. Und ja, entsprechend fehlt mir jetzt eine, ne? Oder ich muss nochmal die Panzer durchgucken, ob da nochmal irgendwo einer wieder, da noch wieder das Material drin gespawnt ist. Aber normalerweise sind die gelootet, ne? 14 Liter Kraftstoff haben wir noch, da sollten wir auf jeden Fall mit ins Dorf kommen und wieder zurück. Und auf jeden Fall auch deutlich schneller, als wenn wir laufen. Ich glaube, noch einen Gang habe ich nicht, ne? Nee. Aber nicht. Ja, uns fehlen ja echt noch Sachen, die wir an den Schlepper hängen können. Also ich würde gerne Anhänger oder sowas da dran machen. Ich weiß nicht, ob dieser eine Anhänger, den es da beim Thaddäus gibt, ob wir den nutzen können. Oder eben nicht. Natürlich ein bisschen das Risiko, ich kaufe und stelle dann fest, ich brauche ein Pferd oder sowas. Was ausgesprochen doof wäre. Hier könnten wir gerade mal gucken, ne? Ob da wieder was drin ist oder so. So. Ne, ist immer noch leer. Ist leer, bleibt leer. Schade. Naja, versuchen wir es wert.
noch mehr Panzer auf der Map gibt, aber nicht mehr Panzer, mehr... Ja, Panzer natürlich auch, aber die Frage ist auch, ob es eventuell noch mehr Bunker oder so gibt. Oder ob man mal irgendwann über die... von den Häusern her was... was rausholen können. So, du warst der Dude mit dem Wildschwein, glaube ich, ne? Ne, warst du nicht. Warst du das? Ne, warst du auch nicht. Dann warst du das wohl, ne? Ja. Gibt's eine Belohnung? Es geht nichts über ein gebratenes Wildschwein. Kann ich helfen? Natürlich habe ich nicht zugegeben, beeindruckendes Geweih. Natürlich habe ich nicht zugegeben, dass ihr es nicht war, der dieses schöne Wildschwein gejagt hat. Mein Schwiegervater hält mich also für einen guten Jäger. Er träumt von einer Trophäe, dazu ein Hirschgeweih und einen Rehbraten. Wenn mir eine gute Seele einen guten Hirsch zur Verfügung stellen würde, würde ich den Rest erledigen. Machen wir. So, können wir dir noch was schenken? Ne, haben wir nicht. Ja, das brauchen wir gerade alles nicht. Wie viel Geld habe ich denn? Wir haben immer noch zu viele Kilos. Wieso habe ich das Wildschwein jetzt? Ich dachte, das habe ich dir gegeben. Kaufst du Wildschweine? Kaufst du. Okay, jetzt sind wir gewichtstechnisch wieder im grünen Bereich. Ja, aber ich habe noch keinen gefunden, der eine Granate hat, ne? Kuh fehlt mir noch das Geld. Wir brauchen aber eine Kuh. Und ich brauche eine Granate. Da hat auch alles möglich, aber auch nicht das, was ich gerne hätte. Mit dir kann ich mich nur prügeln. Der hat Werkzeug. Und auch du hast keine Granate, glaube ich, ne? Ich dachte mal, du hättest. Oder du hattest, glaube ich, auch mal. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie nicht mehr. Achso, der können wir aber Eier verkaufen. Zack. Sehr gut. 1600. Sehr schön. Langsam aber sicher wird's. Ich brauche jetzt halt nur diese komische Granate, ne? Ich weiß nicht, woher ich die krieg. Fahrer vielleicht noch eine übrig? Herr Pfarrer, haben Sie eine Granate? Reden wir. Ich habe gestern einen großen Wels gefangen im Fluss. Geht zur Messe. War es das jetzt? Keine Granate drin. Ja, ja, ist ja. Ist ja gut, Kasi. So. Reicht erstmal. Das ist jetzt echt die Frage. Wo finden wir noch eine Granate? Der Nebel ist nicht hilfreich, wenn ich das mal so sagen darf. Den Panzer hatten wir auch schon gelootet, glaube ich.
Jupp, Hammer. Sonst gibt's hier halt einfach keine, ne? Ich würde ja gerne irgendwie in die Häuser rein, aber das geht auch nicht. Tja. Ist die Frage, ob hier unten noch irgendwo was ist? Ach so, ja, hier sind wir, genau. Ich frage, ob halt hier unten noch irgendwo was ist. Da auf die Insel kommen wir, glaube ich, nicht rüber, ne? Da waren wir auch noch nirgends. Vielleicht stehen da auch noch irgendwo Panzer. Ich glaube, da kommen wir gar nicht so weit hoch, oder? Ist 18 Uhr, dann wird Zeit, dass wir mal heimfahren. Müssen wir vielleicht morgen mal gucken. Wir müssen eh zu Annas Hof. Wir brauchen Saatgut. Und dann gucken wir da einfach mal, denke ich. Ich sage jetzt jedenfalls mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid doch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.